Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich hatte die noch da, der Gefriertruhe. Wie nennt die sich? Vareniki. Teigtaschen mit Kartoffelpilzfüllung. Ja, ich weiß nicht, wie ich das noch mit Eiern kombiniere, weil ich hier 4 Eier noch habe. Vielleicht werde ich die, wenn die fertig gekocht sind, die kommen ja ins heiße Wasser, sollen, wenn die fertig sein, angeblich nach oben kommen, an die Oberfläche des Wassers, um Luft zu holen. Und dann werde ich die nochmal anbraten, wahrscheinlich mit den Eiern. Ist ein bisschen umständlich, aber egal. Das ist übrigens noch von der Party übrig. Hier könnte man noch was, eine kleine Party machen für einen sehr hungrigen oder mehrere nicht so hungrige. Also wenn nur einer eine Wiener ist, hätte ich hier für 8, 10, 14, 19 Leute noch Wiener. Ketchup und Mayo ist vorhanden. Ein bisschen Deko. Ich könnte 19 Wenigesser oder einen Starkesser einladen. Genau. Kommen wir zurück zum heutigen Tages Dings. Das habe ich schon nie gegessen. Ich weiß nicht, wie das so ankommt. Aber ich werde es auf jeden Fall, denke ich, noch anbraten. Das wäre eine gute Idee. Guten Morlock, zur Erinnerung an die Schwestern der Inneren 2001. Ja, ich war im Krankenhaus ein Zivildienstleistender über 11 Monate. Hab dann aber nicht verlängert, weil ich einen Job wollte. Aber habe auch zur Bundeswehr gehen wollen. Zu den Gebirgsjägern im Mittenwald, wurde aber ausgemustert. Ja, das sind die Geschichten. So läuft das. Und ich bin nicht in den Bergen gelandet als Gebirgsjäger, weil mein Rücken nicht ganz IO ist. Deswegen. Ja, dann haben die halt gesagt von der Bundeswehr, tu mal lieber die Mörschen. Und dann bin ich halt ins Krankenhaus. Hab Zivildienst geleistet. War eine ganz besondere Erfahrung. Ja. Ich werde jetzt die Teigtaschen hier mal reinfüllen. Eigentlich brauche ich gar nicht alle, aber naja. Kommt die letzte Teigtasche. Genau. Wenn ihr nach oben kommt, seid ihr fertig. In der Zwischenzeit habe ich noch 2 Tests für euch. Einmal hier regional, Kolditzer Schwarze Sau. Das gab es zu DDR-Zeiten hier. Ich hatte schon mal von dem Schloss Kolditz berichtet. Ja, das gibt es jetzt immer regional hier beim Rewe. Kolditzer Schwarze Sau ist ganz gut zu trinken, macht aber wahrscheinlich auch schnell breit. Die Promillezahl ist bei 6,5, also ordentlich. Das sind ja nur die 0,33er. Ich habe noch eine große 1,5 oder 1 Liter Flasche. Werde ich dann mal vielleicht mit den Kollegen wieder exen. Das ist auf jeden Fall gut. Und diese Donutringe mit Erdnuss-Karamell-Geschmack haben mich mal ein bisschen gereizt. Die habe ich zum Geburtstag mit ausgelegt. Aber ich dachte, hier ist was, da war es der Stuhllehne. Aber ich hab, die haben, hat, ist niemand rangegangen. War ähnlich so die Chipsesser dieses Jahr, keine Ahnung. Erdnusskaramell, okay. Nicht ganz so intensiv, aber durchaus geschmacklich gut. Weil sie nicht so intensiv sind und ich mir ein bisschen mehr gehofft habe, 7,9 Eos-Punkte, aber trotzdem gut. Ja. Machen trotzdem süßlich. Sind aber eher weniger herzhaft, sondern mehr ja, halt die Süßrichtung.
Also ich gucke jetzt gleich noch nach den Teigpilztaschen. Versprechen mir die Taschen nicht so viel, aber ich denke mal, man kann sich auch überraschen lassen. Also Teigtaschen habe ich eher nicht so die Erfahrung gemacht, dass mir das so sehr, sehr gut schmeckt. Aber ich versuche es mal jetzt mit ganz weich machen, kochen und dann nochmal anbraten. Ein bisschen Ei dazu. Mal gucken, was wir machen können. Also bis gleich. Ja, irgendwie so ganz allmählich kommen sie an der Oberfläche. Put, 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 put. Also meiner Meinung nach sind die alle oben. Der Wiener Schmäh. Ne, die sind oben. Also die sind jetzt abgegossen. Und ich werde doch den Wok noch aktivieren. So, starten wir mal das Abenteuer. Ich knall die jetzt einfach hier rein mit festen Stäbchen. Jo. Ja, die sind immer so fluffig, wie man sich das vorstellt. Ist schon festgebacken. Oh. Ach, egal. Ich habe mir das anders vorgestellt. Aber kaputt gehen die jetzt auch nicht. Das ist ein Experiment. Schauen wir mal, was passieren wird. Ich melde mich da nochmal. Ich denke, die bleiben so größtenteils. Naja, es schaut auf jeden Fall gut aus, weil das, was wir hier sehen, die Dinger, die Teigtaschen sind relativ stabil. EOS stabil und nicht alles, beziehungsweise nicht so viele Dinge sind EOS stabil, muss ich mal so sagen. Kommen jetzt auf den Teller, gewürzt habe ich es jetzt nicht weiter, nur Ei dran. So, die Teigtaschen sind jetzt fertig mit dem Ei. Wie gesagt, nicht groß gewürzt. Sehen dann so aus. Gourmet-Essen bekommen Sie in keinem besseren Spitzen-Gourmet als bei Mr. S. So. Mir kostet, bin selber gespannt über, ja, wisst schon. Na, erstmal einen Schluck Kölzer Schwarze Sau. Das schmeckt, ist Starkbier, schmeckt aber wirklich gut, angenehm. Okay, Teigtaschen mit Ei. Weich alles durch, bestens, aber wie gesagt, ich bin von solchen Teigtaschen nicht 100% beeindruckt. Es kommt manchmal was Herzhaftes aus der Teigtasche herausgesprungen, wie Pilz oder so, aber das kann man sich nicht so überzeugen. Ich werde eine kleine Ecke, so zum Geburtstag extrem scharfes Gewürz bekommen. Mal gucken, eine kleine Ecke. Ich habe letztens schon scharf gegessen. Die ganze Nacht konnte ich nicht schlafen, weil bevor das Scharfe raus war, hat es gedauert. Ich wollte euch keine Details erzählen. Wenn man so eine Mutprobe. Also extrem scharfes Gewürz. Ich weiß nicht, in welcher Menge ich das jetzt hier auftrage. Ich will auch nicht wieder, wisst schon. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Also hier nur so ein bisschen drauf gestreuselt. Ich will nicht eigentlich schon wieder scharf. Ich hab jetzt. Ja, man merkt schon ein bisschen wieder.
Obwohl die Version schon jetzt, was ich gerade esse, schon eher angenehm ist. Ich wollte aber jetzt auch nicht wirklich mehr drauf haben. Der Kopf sagt immer, mach ein bisschen drauf und so. Aber letztens nach den Burger King Burgern, ich habe es im Mund also fast nicht so heftig gespürt wie im Magen, egal. Ich muss das aber jetzt auch irgendwie mal ein bisschen anders machen. Ich weiß nicht. Hab mich jetzt mal für Heinz entschieden. Ich dachte mal ein bisschen Ketchup drauf. Vielleicht reißt das ja ein bisschen raus. Kann ja sein. Es ist nicht überzeugend für mich. Bisher. Das war gerade eine interessante Idee, aber die reißt jetzt wirklich nicht raus. Ja. Wie soll ich die ganzen Teigtaschen schaffen? Naja, dieses mystische Video ist zu Ende. Vom Konzept am Ende nichts Hervorragendes. Diesmal kein Daumen hoch oder irgend so. Ich muss mich, glaube ich, in meinem Leben von Teigtaschen verabschieden. Es ist wirklich hart, aber egal was draufsteht, was drin ist in den Teigtaschen, so richtig überzeugen mich diese Teigtaschen nicht mehr. Vielleicht gebe ich irgendwann in meinem Leben einer Teigtasche nochmal eine Chance, aber so sehe ich das sehr kritisch. Halten wir fest, Teigtaschen harmonieren nicht mit Mr. Eos. In dem Sinne, guten Morlock.